Das geht von meiner Zeit ab. Und ihr wisst ja noch gar nicht, was ich gesagt habe. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne in Nordrhein-Westfalen. Als ich vor mittlerweile 11 Jahren in unsere Partei eingetreten bin, waren die Grünen gerade in einer neuen Ära ihrer Geschichte. Nach 1,5 Jahrzehnten Auseinandersetzungen, Oppositionen haben wir Regierungsverantwortung übernommen und gezeigt, dass wir dieses Land gestalten wollen und können und dass wir dieses Land auch wirklich nachhaltig verändert haben. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt wieder die Chance haben, grüne Politik in NRW umzusetzen und gleichzeitig ein neues Modell im Landtag von NRW auszuprobieren, das endlich die Inhalte und nicht die Parteigrenzen betont. Und ich glaube wirklich, dass da eine sehr, sehr große Chance für einen neuen Aufbruch für unsere parlamentarische Demokratie in NRW liegt, liebe Freundinnen und Freunde. Und die aktuelle Nachricht, dass Jürgen Rüttgers nicht mehr als Ministerpräsident antritt, können wir natürlich hier nur sehr erfreut zur Kenntnis nehmen. Das heißt nicht nur, dass die Ära Rüttgers beendet ist, sondern dass wir endlich auch diesen Politikwechsel, für den wir gekämpft und haben und gewählt worden sind, jetzt auch personell im Landtag deutlich machen können, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bewerbe mich als Landesvorsitzender unserer Partei, die mehr denn je gebraucht wird in diesen Tagen. Die Partei insgesamt hat eine ganz besondere Rolle und Herausforderung, nämlich unser Programm stetig weiterzuentwickeln, unsere Ideen auf die Straße, ins Internet und in die Köpfe der Menschen zu tragen und dabei vor allem auch immer im Dialog mit den Menschen zu sein. Und die Themen dafür liegen auf der Hand. Wir haben als Grüne sehr viel dazu beigetragen, Schwarz-Gelb hier in NRW abzuwählen. Was aber schmerzt, und das sage ich auch sehr bewusst hier an diesem Ort in Neuss, wo wenige Kilometer entfernt das RWE-Kohlekraftwerk in Neurath steht, vor dem wir damals mit tausenden Menschen demonstriert haben. Was schmerzt ist, dass in einer Zeit, wo wir Bilder von überschwemmten Flussbetten, von Klimaflüchtlingen, von Artensterben tagtäglich sehen, dass in dieser Zeit wirklich ernsthaft am Neubau von Kohlekraftwerken gearbeitet wird, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn Unternehmen wie RWE und E.ON weiter auf Kosten unser aller Zukunft wirtschaften, werden sie auf einen sehr breiten gesellschaftlichen Widerstand stoßen. Da ist auf uns Grüne Verlass, auch in einer rot-grünen Regierung. Und ich bin sehr dafür, und das sage ich auch ganz bewusst an die Freundinnen und Freunde von Campact, die heute die Kröte reingetragen haben, ich bin sehr dafür, dass wir weiter kreativ und vielfältig an Kampagnen und Aktionen zum Klimaschutz arbeiten, in breiten Bündnissen mit Klimaschutzinitiativen und Verbänden, auch und vor allem dann, wenn kein Wahlkampf ist. Das war so bei uns Grünen, das wird auch so bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Wir Grüne sind die anerkannte Umwelt- und Klimaschutzpartei mit der größten Glaubwürdigkeit. Wir sind aber auch, und das ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen, die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Hier haben wir als gesamte Partei eine große Herausforderung zu meistern. Wir müssen nämlich die Frage beantworten, wie garantieren wir soziale Sicherheit und Teilhabe im 21. Jahrhundert? Und das in Zeiten, in denen sich die Arbeitsgesellschaft rasant verändert, in der Vollerwerbstätigkeit eigentlich ein Mythos geworden ist, in der Berufsbiografien immer dynamischer werden, in der die Schere, das haben wir jetzt neulich noch vom DIW gehört, zwischen Arm und Reich immer schneller auseinandergeht und in der dann eben auch die alten Antworten so nicht mehr einfach funktionieren. Die Bundesrepublik Deutschland, das sagt unser wunderbares Grundgesetz, ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Für mich bedeutet sozial, dass jeder Mensch ein Recht auf Teilhabe an dieser Gesellschaft hat. Und ich hoffe, dass wir auf der Grundlage unserer grünen Werte immer wieder diskutieren, wie wir genau das auch erreichen können. Und unser Grundwert ist zum Beispiel als Partei der Gerechtigkeit und der Solidarität. Und beides muss man bei der Bundesregierung in diesen Tagen schon mit der Lupe suchen und findet es eigentlich dennoch nicht. Vielmehr haben wir es eigentlich mit einem groß angelegten Staatsabbau zu tun, der seinesgleichen sucht. Und wer wüsste das besser als ihr vor Ort, die in Kommunen mit Nothaushalten und Haushaltssicherung arbeiten müsst, wo das Gestalten der politisch Gewählten eigentlich immer mehr zum Verwalten der Sachzwänge wird. Und wenn mittlerweile 90% aller Städte und Gemeinden in der Haushaltssicherung sind, dann stimmt nicht nur etwas nicht mit den Gemeindefinanzen, sondern mit der Finanzierung der öffentlichen Haushalte insgesamt, liebe Freundinnen und Freunde.
Und wenn zum Beispiel der Bildungsgipfel, der so groß angekündigt war von der Bundesregierung letzte Woche, daran scheitert, dass Länder und Kommunen weiterhin 90% aller Bildungsausgaben schultern müssen und der Bund nicht die Verantwortung für die Erhöhung von Bildungsinvestitionen übernimmt, nur damit dann im nächsten Jahr mit einer großen Steuerreform wieder die FDP-Klientel bedient werden kann, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist klar, die Bundesregierung hat nichts verstanden. Sie hat das Recht verspielt, die Zukunft der künftigen Generation zu gestalten, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen eine grundlegende Debatte über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen, eine Debatte über öffentliche Haushalte insgesamt, denn der Staat auf allen Ebenen muss wichtiger Garant für Gerechtigkeit und Solidarität bleiben. Und für uns gehört eben der Wert der Gerechtigkeit und der Solidarität mit dem der persönlichen Freiheit zusammen. Aber wir als Grüne definieren Freiheit eben anders. Nicht als die Freiheit der FDP, als Freiheit der Großkonzerne, des Kapitals, der Finanzmärkte, nicht als Freiheit des Steuerfreibetrages, sondern als persönliche Freiheit jedes Menschen, selbstbestimmt und gleichberechtigt in dieser Gesellschaft zu leben. Und damit haben wir als Grüne mit unserem Begriff von Freiheit genau diejenigen im Blick, die jetzt am wenigsten frei sind. Zum Beispiel die Migranten und Flüchtlinge, die endlich gleiche Rechte haben sollen. Die Erwerbslosen, die auch ein Recht darauf haben, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Die Alleinerziehenden, die viele Belastungen schultern müssen und die sich wünschen, dass der Staat endlich die Kinder richtig fördert und nicht bloß die Institution Ehe. Die Lesben und Schwulen, die immer noch tagtäglich um gleiche Rechte kämpfen müssen. All sie meinen wir als Grüne, wenn wir davon sprechen, dass wir mehr Freiheit in dieser Gesellschaft erkämpfen müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Ein neues Programm für Freiheit und Teilhabe im 21. Jahrhundert, das würde ich gerne mit euch zusammen erarbeiten. Und damit unsere Partei ein spannender Ort bleibt, darf es dabei auch keine Denkverbote geben. Und genau solche Debatten möchte ich fördern. Unsere Programmdiskussionen und Parteitage, das hat man in den letzten Jahren gesehen, waren eigentlich immer dann besonders spannend und fruchtbar, wenn wir Kontroversen auch ausgetragen haben. Und wir haben mittlerweile über 11.000 Mitglieder im Landesverband und jedes Mitglied soll immer wieder wissen, dass es grüne Politik auch selbst mitgestalten kann. Und ich scheue mich auch nicht davor, das große Wort der Vision in den Mund zu nehmen. Und in sehr bewusster Abgrenzung zu Helmut Schmidt, ihr kennt alle das Zitat von ihm, sage ich auch allen, die heute noch nicht Mitglied dieser wunderbaren Partei sind, wer Visionen hat, sollte nicht zum Arzt gehen, sondern sollte zu uns Grünen kommen und mit uns Politik machen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden als Partei dann gewählt, wenn wir glaubwürdig bleiben, wenn wir ehrlich und verbindlich bleiben und nicht, wenn wir rumeiern und Formelkompromisse als grüne Politik verkaufen, sondern wenn wir transparent auch auf den Widerspruch zwischen unserem Programm und dem Möglichen in der Realität auch hinweisen. Und genau das möchte ich euch anbieten. Ehrlichkeit und Fairness, ein Klima, das Kontroversen zulässt und fair austrägt, ein Klima, in dem wir auch transparent miteinander arbeiten. Ich komme zum Schluss, weil ich höre, dass die Uhr piepst. Ich habe vor dieser Kandidatur nochmal nachgedacht und innegehalten und mich gefragt, warum ich eigentlich kandidiere und warum ich eigentlich Parteipolitik mache. Und das, was mich vor 11 Jahren zum Eintritt bewogen hat, gilt auch heute noch ungebrochen. Ich möchte ganz einfach und ganz simpel dazu beitragen, diese Welt zu verändern. Und ich möchte dafür arbeiten, einer Partei, die diesen Anspruch nie aufgibt, auch wenn der Wind manchmal hart ist, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind und auch wenn wir uns manchmal im Klein-Klein des Alltags zu verhindern drohen. Wir sind als Grüne Mitglied einer Partei, die aus Leidenschaft für Themen begeistert, die immer weiter denkt, nach übermorgen denkt und die auch nie den Anspruch aufgeben sollte, diese Gesellschaft zu bewegen. Mein Name ist Sven Lehmann, ich bewerbe mich um das Amt des Landesvorsitzenden und bitte um euer Vertrauen. Dankeschön. Applaus